Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn, ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage und ich begrüße euch aus dem Finanzcenter in Ahrensburg. Heute möchte ich auf eine Frage eingehen, die in der Online-Community aufgetaucht ist von dem Patrick Menne. Erstmal Patrick, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns diese Frage zu stellen. Und zwar schreibt er, hallo Leute, habt ihr eine Bank an der Hand, die kleine Eigentumswohnung zu guten Konditionen unter 3% bei einem Beleihungsauslauf von 100% und einer sehr geringen Annuität finanziert. Bin auf der Suche nach einer passenden Bank oder Bausparkasse, aber es traut sich keiner ran oder nimmt Wahnsinnszinsen. Aber wie finanzieren die Menschen die kleinen Wohnungen? Wir sprechen in meinem konkreten Fall von Kaufpreis 35.000 Euro, 33 Quadratmeter. Beste Grüße, Patrick. Was soll man sagen, mal von oben nach unten durch? Konditionen unter 3% ist ja normalerweise im Bereich der Immobilienkredite durchaus machbar und marktgerecht im Moment bei einem Fall oder bei einer Finanzierung, wo es um Volumen kleiner als 50.000 Euro geht, in dem Fall 35.000 Euro, da rechnet sich's für die Bank einfach nicht wegen sowas, Immobilienabteilung zu bemühen, weil wenn man jetzt auf 35.000 Euro irgendwie 2% Zinsen vereinnahmt, was normale Immobilienkonditionen wären, dann wären das 700 Euro im Jahr. Davon muss die Bank, wie gesagt, den Einkauf ihres Geldes bezahlen, sämtliche Kosten mit der für Beratung, Prüfung und Verwaltung des Kredites, das Kreditausfallrisiko und eine eigene Marge. Also wenn man weiß, dass irgendwie in der Immobilienfinanzierung für die Bank in der Regel 10 bis 15 Arbeitsstunden drinstecken und eine Arbeitsstunde mit Betriebspersonal, Zins, Einkaufskosten und so weiter, die Betriebsstunde in einer durchschnittlichen Sparkasse ungefähr 400 Euro kostet, also der Kredit, um diesen Kredit überhaupt machen zu können, für die Bank 4.000 Euro Kosten entstehen und ihr im ersten Jahr an dem Kredit 700 Euro verdient, das werdet ihr einsehen, das funktioniert einfach nicht. Deswegen unter 50.000 ist das für die Bank kein Immobiliardarlehensgeschäft, sondern ein Ratenkreditgeschäft und da liegt der Zins nun mal nicht irgendwie bei 2 bis 3%, sondern bei 4 bis 5. Also wie gesagt, die schlechte Lösung, weil du ja fragst, wo finanzieren die Menschen solche kleinen Wohnungen? Also entweder halt über einen Ratenkredit, was aber ein bisschen schwierig ist, kostenmäßig und auch steuerlich wegen der Anerkennung beim Finanzamt und so weiter. Oder üblicherweise sagt die Bank halt, wer so eine Wohnung haben will, der soll sie halt bar bezahlen. Das ist erstmal der kaufmännische Teil. So ein bisschen so eine Krückenlösung, oder heißt Krückenlösung, das ist eine praktikable Lösung. Wenn du jetzt 3 Wohnungen von dieser Art hast, so dass es für die Bank irgendwie mal gut 100.000 Euro sind, dann muss sie für die 100.000 Euro zwar 3 Objekte prüfen, was mehr Arbeit ist als für einmal normal 100.000 Euro. Aber dann sind es wenigstens 100.000. Das heißt, die Bank wird dann sich die Sache vielleicht mal anschauen. Allerdings wegen dreifachen Aufwand beim Objekt wird es da halt zwar eine Immobilienfinanzierung geben, aber auch keine irgendwie Traumkonditionen. Das ist halt so. Also bündeln wäre noch so ein Thema. Oder du gehst halt zu einem Finanzierungsvermittler, der irgendwie viel Geschäft hat und in der Bank eh jeden Monat 10 Fälle einreicht. Der kann dann, wenn er ein bisschen gutvolumiges Geschäft einreicht, dann kann der halt so eine Krückenfinanzierung auch mal dazwischen schieben. Dann gibt es da noch eine gute Chance, dass die Bank das dann irgendwie durchwinken will, weil sie den Vermittler, der zu dieser einen Scheißfinanzierung irgendwie noch 8 Gute gebracht hat, weil sie den nicht verärgern will und sie machen es dann noch mit durch. Aber auf eigene Faust da in die Bank reingehen mit sowas sehr, sehr schwer möglich. Das eine, das Thema mit den 33 Quadratmetern, das kommt nochmal als erschwerende Parameter hinzu. Da will ich jetzt voranstellen, bevor mich dann meine lieben Freunde wie die Dorota aus München, die immer fleißig zuschaut, oder auch der Ray aus Hamburg, bevor die mich wieder schimpfen, wenn ich sage, für Wohnungen unter 45 Quadratmetern gibt es keine Immobilienfinanzierung. Das ist eine Aussage, die grundsätzlich richtig ist. Wenn so eine 33 Quadratmeter Wohnung in München in Toplage ist oder in Hamburg in Toplage, dann wird das eine Bank auch finanzieren. Aber jetzt hier bei einem, also bei 35.000 Euro und 33 Quadratmetern, da sind wir dann bei einem Quadratmeterpreis von gut 1.000 Euro. Das behauptet ich, dann vermute ich mal, die Wohnung ist jetzt nicht im Frankfurter Westend so in absoluter Bestlage, weil das kommt noch dazu. Kleine Wohnungen in einer Nicht-Bestlage, da wohnen halt meistens Menschen, die sich nur die Miete für eine kleine Wohnung in Nicht-Bestlage leisten können. Und die Banken haben halt, das kommt dann noch dazu,
halt die Erfahrung gemacht, dass solche Wohnungen, dass dann häufig da mal ein Klientel drin ist, welches halt irgendwie einen gewissen unsachgemäßen Umgang mit dem Eigentum anderer hat oder auch eine gewisse Fluktuation hat. Und deswegen, wie du richtig schreibst, es traut sich keine Bank ran. Die Bank traut sich an so eine Wohnung unter anderem auch nicht ran, weil sie halt irgendwie über Jahre und Jahrzehnte mit solchen Wohnungen überwiegend schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und dann solltest du halt dem Banker irgendwie schlüssig die Frage beantworten können, warum es ausgerechnet bei dir jetzt anders sein sollte. Ich habe da jetzt, weil ich die Situation nicht kenne, keine Antwort. Das nächste Thema, oder das mal, also das eine unter 50.000 lohnt für Banken kaufmännisch nicht. Unter 45 Quadratmetern haben Banken da häufig irgendwie eine Erfahrung, dass es schwierig ist. Deswegen entweder bar bezahlen, Ratenkredit oder mehrere solche Wohnungen bündeln und bei der Bank als Paket einreichen. Das sind so die drei Lösungen. Das eine, was du noch schreibst, habt ihr eine Bank an der Hand, die eine kleine ETW zu guten Konditionen finanziert bei einem Beleihungsauslauf von 100%. Was den Beleihungsauslauf angeht, das entscheidest ja nicht du oder der Beleihungsauslauf muss ja nicht dem Kaufpreis entsprechen, tut er meistens sogar nicht. Sondern die Frage ist, wie die Bank dieses Objekt einwertet, also mit welchem nachhaltigen Wert und wie viel du da im Verhältnis dazu finanziert haben willst. Das ist der Beleihungsauslauf. Und für Beleihungsauslauf 100 müsste der nachhaltige Wert der Immobilie genau deinem Kaufpreis entsprechen. Das ist meist nicht so. Im Gegenteil, bei solchen Kleinstwohnungen in einer schlechteren Lage sagt die Bank halt, häufig solche Objekte sind gar nicht beleihbar, die sollen halt bar gezahlt werden. Das heißt, du hast nicht einen Beleihungsauslauf von 100%, sondern von 0. Es gibt keinen Beleihungswert. Oder unendlich, das kriege ich gerade mathematisch nicht auf die Reihe. Aber Fakt ist, dass also im Moment rennt ja jeder in Immobilien und will da Geldanlage machen und häufig dann auch kleinere Wohnungen als Einstiegsinvestments oder aus naheliegenden Gründen. Man braucht in absoluten Zahlen nicht so viel und so weiter oder die Schulden sind nicht gleich ganz so groß. Deswegen werden halt solche Wohnungen im Moment auch am Markt auch relativ teuer gehandelt, aber im normalen Zinsniveau jetzt nicht in so einem Immobilienboom, wie es jetzt im Moment ist. Dann würde solche Wohnungen auch keiner kaufen oder nur mit sehr geringeren Preisen. Deswegen ist halt der nachhaltige Beleihungswert bei Kleinstwohnungen und Mikroapartments ist der Beleihungswert häufig sehr, sehr viel geringer, als das, was im Moment als Kaufpreis und als Finanzierungswunsch aufgerufen wird. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao.